Und ich darf zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen. Und wir kommen also zum Punkt 38. Entwurf des Betriebsrätemodernisierungsgesetzes. Hierzu liegen uns zwei Wortmeldungen vor. Es beginnt Herr Minister Laumann für das Land Nordrhein-Westfalen. Bitte, Herr Minister Laumann. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin fest davon überzeugt, dass wir mehr Mitbestimmung brauchen und nicht weniger. Und deswegen freue ich mich darüber, dass wir heute den vorliegenden Gesetzentwurf hier beraten und besprechen können. Als ehemaliger Betriebsrat ist mir das Betriebsverfassungsgesetz als Handwerkszeug für die Arbeit von Betriebsräten gut bekannt. Und es ist an der Zeit, dieses Gesetz schlicht und ergreifend zukunftsfester zu gestalten. Betriebsräte setzen sich für gute Arbeit in der betrieblichen Praxis ein. Betriebsräte sind immer daran interessiert, dass die Standorte sich weiterentwickeln, dass Arbeitsplätze gesichert werden, dass Ausbildungsplätze in einer möglichst großen Vielzahl entstehen, dass sich unterschiedliche Menschen, die aus unterschiedlichen Kulturen oder unterschiedliche Talente haben, in einer Betriebsgemeinschaft auch zum Wohl des Unternehmens entfalten können. Und sie sind natürlich auch dafür da, die Vereinbarkeit zum Beispiel von Beruf und Privatleben, aber auch den demografischen Wandel innerhalb dieser Betriebsgemeinschaft mitzugestalten. Sie vertreten kurzum natürlich auch die Belegschaftsinteressen gegenüber dem Management oder den Inhabern. Und das passiert ja auch Gott sei Dank in Nordrhein-Westfalen wie in ganz Deutschland an vielen Stellen auf Augenhöhe. Aber es ist eben nicht immer so. Ich bin in meinem Leben lange Betriebsrat gewesen. Ich war Kommunalpolitiker, ich war Mitglied des Deutschen Bundestages und in der Landespolitik. Ich kann nun wirklich Vergleiche anziehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Demokratie im Betrieb nah am Alltag der Menschen ist. Und deswegen hat die betriebliche Mitbestimmung auch eine hohe Akzeptanz. Wir haben in diesem Land alle paar Jahre bei Personalrats- und Betriebsratswahl Wahlbeteiligung von über 70%. Das zeigt ja sehr deutlich, dass die Menschen eben auch die Arbeit der Personalräte, der Betriebsräte schätzen. Studien belegen aber auch, dass Betriebsräte eben nicht die Weiterentwicklung von Unternehmen stören, sondern dass mitbestimmte Unternehmer oft stabiler, erfolgreicher sind und dass auch Schwächephasen, die es ja immer wieder im wirtschaftlichen Leben gibt, oft dort, wo die Mitbestimmung funktioniert, wesentlich besser überwunden werden, weil alle an einem Strang in die richtige Richtung ziehen, als woanders. Und deswegen kann man auch sagen, und das ist von der Studienlage klar, die Rolle der Betriebsräte in Unternehmen bei der Bewältigung von Wirtschaftskrisen und aktuell auch in der Pandemie hat ein hohes Ansehen. Und deswegen finde ich, ist es auch richtig, dass wir gerade jetzt das Betriebsrätestärkungsgesetz beraten. Und trotz all dieser Lobeshymnen ist es trotzdem so, dass es natürlich nicht in allen Betrieben einen Betriebsrat gibt. Und die Wahrheit ist, wenn es in einem Betrieb länger keinen Betriebsrat gibt oder noch nie einen gegeben hat, dann gehört für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich auf den Weg machen, einen Betriebsrat zu gründen, auch oft ein bisschen Mut dazu. Und das wird nicht immer gerne von allen Seiten gleich positiv gesehen. Das liegt auch vielleicht daran, dass natürlich, wenn man Management in einer Firma ist, wo es das noch nie gegeben hat, auch keine Erfahrung mit Betriebsräten hat und es dann auch viele Vorurteile gibt. Und deswegen sind Betriebsratsgründungen oft wirklich Mut notwendig. Und es ist auch die Wahrheit, und wenn man mit offenen Augen durch die Arbeitswelt geht, dann weiß man das auch, dass sich hier und da auch Unternehmerinnen und Unternehmer, aber auch Manager viel einfallen lassen, um die Gründung von Betriebsräten zu verhindern. Da werden keine Personallisten zur Verfügung gestellt oder es wird eben auch versucht, mit Kündigungen oder Ähnlichem diejenigen, die sich hier kümmern, einzuschüchtern.
Und darüber gibt es auch Studien, nicht nur von der Hans-Böckler-Stiftung, die dieses belegen, dass das eigentlich kein Phänomen ist, nur in bestimmten Branchen, sondern dass sich das sowohl in kleineren Betrieben abspielt, wie aber auch in größeren, selbst teilweise in Konzernen. Und es gibt auch manchmal sogar staatliche Betriebe, wo das auch nicht sehr viel besser ist. Und deswegen, glaube ich, ist es richtig, dass wir mit diesem Betriebsstärkungsgesetz diejenigen stärker schützen, durch einen guten Kündigungsschutz, die da, wo es noch kein Betriebsrat ist, sich eben um die Gründung eines Betriebsrates kümmern. Und deswegen ist es, glaube ich, wirklich eine gute Grundlage, wo Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich für die Einführung eines Betriebsrates entscheiden und sich dafür engagieren, in Wahrheit auch durch uns, den Gesetzgeber, der Rücken gestärkt wird, dieses zu tun. Und deswegen finde ich, ist es ein gutes Gesetz. Ich glaube, dass wir weiterhin auch sehen müssen, dass sich natürlich die Arbeitswelt immer weiterentwickelt. Und deswegen steht natürlich in einer weiterentwickelten Arbeitswelt, da ist ja nichts statisch, Gott sei Dank, auch immer wieder die Fragen rein, müssen die Beteiligungsrechte der Betriebsräte, der Personalräte durch das Betriebsverfassungsgesetz ausgeweitet werden, müssen sie gestärkt werden. Und natürlich ist es klar, dass es hier viele Bereiche gibt, wo dieses passieren muss, und das wird ebenfalls in diesem Gesetzentwurf in einen vernünftigen Schritt in die richtige Richtung unternommen, zum Beispiel bei der Einführung der künstlichen Intelligenz. Es ist eben wichtig, dass auch Betriebsräte sich mit diesem Thema beschäftigen, wenn die künstliche Intelligenz in den Unternehmen eingeführt, wenn sie Entscheidungen, die vorher von Menschen getroffen wurden, jetzt über künstliche Intelligenz getroffen werden, dann ist das eine große Herausforderung für Betriebsarbeit. Und deswegen ist es auch richtig, dass in diesem Gesetz auch das Heranziehen von Sachverständigen für die Betriebsräte wesentlich erleichtert wird. Wir haben alle in den letzten Monaten erlebt, wie sich die Arbeitswelt durch die Pandemie verändert hat. Wir haben einen großen Schub an Digitalisierung, sicherlich auch alles in unseren Arbeitsplätzen gehabt. Vieles, was wir uns vorher gar nicht vorstellen konnten, findet heute eben über Videokonferenzen statt. Viele, ich will mich da gerne einschließen, haben auch nicht geglaubt, dass in dem Umfang zum Beispiel in einem Ministerium Heimarbeit geht, wie wir es mittlerweile machen und eigentlich mit ganz zufriedenstellenden Ergebnissen. Und ich bin ganz sicher, auch wenn wir uns alle darauf freuen, vielleicht ein bisschen weniger Videokonferenzen zu haben, uns auch vielleicht mal wieder ein bisschen mehr zu sehen, wird ein gewisser Teil davon bleiben, und das ist auch gut so. Es sind neue Möglichkeiten der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Entlastung des öffentlichen Verkehrs. Aber natürlich, finde ich, muss Heimarbeit eben auch von Betriebsrätinnen und Betriebsräten, Personalräten mitgestaltet werden können. Und deswegen ist richtig, dass das Gesetz, was wir heute beraten, auch den Betriebsräten in diesem Bereich mehr Möglichkeiten der Einflussnahme gibt, wie das vorher der Fall war. Und mir ist auch ganz wichtig, dass Heimarbeit am Ende, vor allen Dingen dann, wenn die Pandemie überwunden worden ist, auch eine Frage immer in der Freiwilligkeit letzten Endes bleiben sollte. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, man kann schon sagen, dass die Betriebsräte natürlich auch Demokratie mitgestalten, dass Menschen in der Arbeitswelt Demokratieerfahrungen sammeln. Aber vor allen Dingen, was wichtig ist, ist, dass ich glaube, dass die betriebliche Sozialpartnerschaft einfach zum Modell der norddeutschen sozialen Marktwirtschaft gehört. Und zu dieser Marktwirtschaft gehört ohne Frage die soziale Partnerschaft, mit der wir sehr gut gefahren sind. Wir haben durch Mitbestimmung, durch Personalräte, durch Betriebsräte wesentliche Gegensätze von Arbeit und Kapital überwunden. Und ich glaube, dass unser Wirtschaftswunder in den letzten 75 Jahren erheblich auch mit der Erfindung der sozialen Partnerschaft zu tun hat. Und dass dieses einen erheblichen Beitrag geleistet hat, auch zur Humanisierung der Arbeitswelt, aber auch einen Beitrag dazu geleistet hat, dass die Menschen auf der Arbeit ihre Fähigkeiten entfalten können zum Wohle der Unternehmen und des gesamten Wirtschaftens bei uns in der Bundesrepublik Deutschland. Und deswegen ist es gut, dass dieses Gesetz eine Mehrheit im Deutschen Bundestag gefunden hat.
Und die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen unterstützt auf jeden Fall, dass dieses Gesetz auch hier in der Länderkammer. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Minister Laumann. Das Wort hat jetzt Herr Staatsminister Dulich für den Freistaat Sachsen. Bitte sehr. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Vorlage der Bundesregierung zum Betriebsrätemodernisierungsgesetz habe ich ungeduldig erwartet, denn damit geht der Gesetzgeber endlich dringende Probleme unserer betrieblichen Mitbestimmung an und modernisiert das Betriebsverfassungsgesetz. Das Gesetz soll die Gründung von Betriebsräten erleichtern und die betriebliche Mitbestimmung vor dem Hintergrund des digitalen Wandels in der Arbeitswelt weiterentwickeln. Demokratie im Unternehmen hat unser Land wirtschaftlich mit stark gemacht. Wo es Betriebsräte gibt und die Beschäftigten mitbestimmen, sind die Arbeitsbedingungen und damit auch die Arbeitszufriedenheit und auch die Arbeitsmotivation besser. Das Betriebsverfassungsgesetz regelt seit fast 70 Jahren die Zusammenarbeit von Arbeitgeberinnen, Arbeitgebern und Betriebsrat. Und doch auch heute steht die betriebliche Mitbestimmung vor Herausforderungen. Immerhin haben noch zu wenig Betriebe einen Betriebsrat, gerade in Ostdeutschland. Nur 36% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden im Osten von Betriebsräten vertreten, in Westdeutschland dagegen mehr als 40%. Wer einen Betriebsrat gründen will, gerät nicht selten in Konflikt mit dem Arbeitgeber. Wir wissen aus Studien, dass jedes sechste Betriebsratswahl in Betrieben, die noch keinen Betriebsrat hatten, mit illegalen Mitteln behindert wird. In Sachsen ist es sogar jede dritte. Kein Wunder, dass Beschäftigte gerade in kleineren Betrieben bislang oft vor der Gründung einer Arbeitnehmervertretung zurückschrecken, einfach aus Angst vor dem Ärger mit dem Arbeitgeber oder gar einer Kündigung. Kollege Laumann ist sehr freundlich darauf schon eingegangen. Aber das sind keine Petitessen. Das ist ein veritabler Skandal, der tief in die Grundrechte der Betroffenen eingreift. Zudem schwächt dieser systematische Angriff auf die Mitbestimmung unseren Wirtschaftsstandort. Wie wichtig Betriebsräte sind, sehen wir ja gerade jetzt, wo ein vertrauensvoller Umgang zwischen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern und Arbeitgebern vorteilhaft für beide Seiten ist, um die Belastung durch die Corona-Pandemie gemeinsam zu tragen. Die betriebliche Mitbestimmung ist auch ein essentielles Instrument, um die bevorstehenden Transformationsprozesse, insbesondere im Zusammenhang mit dem digitalen Wandel, möglichst reibungsfrei zu bewältigen. Gerade im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz regen sich bei vielen Beschäftigten ja auch Ängste um die Zukunft des eigenen Arbeitsplatzes. Das kann den Blick auf die Potenziale dieser nächsten Stufe der Digitalisierung aber auch verbauen. Und diesen Herausforderungen soll mit dem Betriebsrätemodernisierungsgesetz begegnet werden. Das Gesetz stärkt den Betriebsräten den Rücken. Es senkt die Hürden für die Gründung und die Wahl von Betriebsräten. Gleichzeitig schützt das Gesetz diejenigen, die eben einen Betriebsrat gründen wollen. Und aus Sicht eines ostdeutschen Arbeitsministers erwarte ich mir dadurch auch Rückenwind für eine neue Bürgerbewegung, die sich gerade in den ostdeutschen Ländern formiert. Eine neue Arbeiterinnen- und Arbeiterbewegung. Denn die Zeiten der Zurückhaltung in den Betrieben im Schatten von Massenarbeitslosigkeit, die sind vorbei. Beschäftigte fordern die ihnen zustehenden Rechte selbstbewusst ein. Gemeinsam mit ihren Gewerkschaften kämpfen sie um die Verbesserung und Angleichung ihrer Arbeitsbedingungen, um höhere Löhne, Mitgestaltung und Respekt. Sie gründen Betriebsräte und gestalten mit. Es geht dabei um eine Selbstermächtigung der Beschäftigten. Auch dazu leistet dieses Gesetz einen Beitrag. Und folgende Punkte möchte ich da besonders hervorheben. Das vereinfachte Wahlverfahren sowohl für die Wahl des Betriebsrates als auch für die Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung wird ausgeweitet. Die Schwellen zur Aufstellung eines Wahlvorschlages werden gesenkt. Mit der Streichung der Altersgrenze für die Jugend- und Auszubildendenvertretung wird der Tatsache Rechnung getragen, dass Auszubildende heute häufiger älter als 25 sind, wenn sie eine Ausbildung beginnen. Initiatoren von Betriebsratswahlen sollen vor ordentlich verhaltens- und personenbedingten Kündigungen geschützt sein, wenn sie eine beglaubigte Erklärung abgeben, dass sie einen Betriebsrat gründen wollen und mit Vorbereitung zur Gründung eines Betriebsrates beginnen. Das allgemeine Initiativrecht der Betriebsräte bei der Berufsbildung wird gestärkt und die Einschaltung der Einigungsstelle zur Vermittlung ermöglicht. Auch bei der Einführung und Anwendung von künstlicher Intelligenz wird die Gestaltungsmöglichkeit der Betriebsräte gestärkt und gesichert. Und das im Gesetz verankerte Mitbestimmungsrecht bei der Ausgestaltung mobiler Arbeit
sowie die Möglichkeit der Durchführung von Betriebsratssitzungen mittels Video- und Telefonkonferenzen sind längst überfällige Maßnahmen. Nicht zuletzt hält uns die Corona-Pandemie dies ja auch vor Augen. Ja, an der einen oder anderen Stelle hätte ich mir auch noch ein wenig mehr Schwung vorstellen können, zum Beispiel ein digitales Zutrittsrecht für Gewerkschaften. Insgesamt geht das Betriebsrätemodernisierungsgesetz einen guten Schritt in die richtige Richtung. Das Gesetz wird einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der betrieblichen Mitbestimmung leisten. Von dem Gesetz erhoffe ich mir vor allem auch einen Impuls für die Betriebsratsgründungen in kleineren Unternehmen und eine allgemeine Verbesserung der Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte, damit diese ihre Aufgaben auch bei der Arbeit von morgen im Interesse ihrer Beschäftigten besser wahrnehmen können. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister Dulich. Wir kommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt zur Abstimmung über die Ausschussempfehlung. Für Ziffer 1 ist eine getrennte Abstimmung vorgesehen. Ich rufe zunächst auf Buchstabe C. Bitte Ihr Handzeichen für Buchstaben C. Das ist eine Minderheit. Buchstabe B, Satz 2. Bitte Ihr Handzeichen für Buchstabe B, Satz 2. Auch das ist eine Minderheit. Nun bitte Ihr Handzeichen für den Rest der Ziffer 1. Das ist eine Mehrheit. Jetzt bitte Ihr Handzeichen zu allen noch nicht erledigten Ziffern der Ausschussempfehlungen. Auch das ist eine deutliche Mehrheit. Damit hat der Bundesrat entsprechend Stellung genommen und ich schließe den Top 38 und komme.